Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir starten jetzt in der NFL Epics Serie und da geht es rund um Larry Fitzgerald, den Wide Receiver der Arizona Cardinals und dessen Highlights während seiner Karriere. Wir starten hier am 19. Dezember 2004, eine 3-Sterne-Herausforderung. Einfache Aufgabe, wir sollen einen Passing-Touchdown in dem Drive, der jetzt vor uns liegt, erzielen. Wir kriegen einen Bonus, wenn es uns gelingt, diesen Passing-TD in nur 5 Spielzügen zu erzielen. So, dann gehen wir mal rein. Es geht gegen die Rams. Wir sind in den Farben von Larry Fitzgeralds Teams am Start, also in den Farben der Cardinals. Wir führen mit 14-7 im ersten Quarter. Mit 17-7 sogar, Entschuldigung. 11 Minuten 46 noch zu spielen, also Zeit keine Rolle. An der 46 sind wir. 5 Spielzüge, Passing Touchdown, Endzone lautet der Auftrag. So, wir sind ein Slant-Spieler, da bleiben wir dabei. Cooper im Slot, Fitzgerald links außen, Gallup kommt von der rechten Seite. Der Ball geht aber zu Amari Cooper. An der 41-Yard-Linie ist der Ball. Neues First Down. Tja, für die Cardinals. Die wird es aus meinen Cowboys verstehen. Da muss ich mich in jedem Jahr immer wieder dran gewöhnen. Schöner Catch hier von Amari Cooper. So. Ich würde gerne mal ein bisschen tiefer gehen, denn den Touchdown in 5 Pässen, das wird nicht unbedingt einfach. Bleiben aber in der Slant-Variante. Und Amari Cooper, oh, da hat er richtig Platz. Stiff Arm. Kommt an die 3-Yard-Linie. Das ist ein First Down für die Cardinals. So, wir erinnern uns, Bonusziel war, in insgesamt 5 Plays in die Endzone zu kommen. Per Pass. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg. So, wir wählen einen Laufspielzug aus, gehen aber per Audible in einen Passspielzug, einen Slant in dem Fall. Cooper im Slot, der steht da relativ frei, kann sich schnell lösen. Ja, und da ist der Passing TD im 3. Spielzug für die Cardinals. So, schauen wir mal nach. Müsste ja für alle Sterne gereicht haben. 1, 2, 3 und da ist der 4. Maximum Stars, da kommt's drauf an. Challenge erfolgreich bestanden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.